Bianca, was machst du? Halt dich fest, ich zeig's dir. 3, 2, 1. Wow, das war aber eine gute Bremse. Genau, ich entwickle unseren neuen Bremsschlupfregler, das IBC, und im Vergleich zum Stand der Technik können wir die Bremswege um 1,5 Meter verbessern, wow. Von 100 km/h auf 0. Super. Genau, weil beim ABS-Bremsen geht es nämlich immer darum, das Maximale aus dem Reifen rauszuholen. Und wenn man sich so eine Kurve vorstellt von so einer typischen Reifencharakteristik, sieht man, dass man immer bei einem gewissen Schlupf die maximale Längskraft erreicht. Unser neuer Bremsschlupfregler, das IBC, kann eben diesen optimalen Schlupf ermitteln. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist, dass man seinen Ist-Schlupf kennt. Und der dritte Punkt ist dann die Challenge, diesen Ist-Schlupf so einzuregeln, dass man immer seinen Sollschlupf erreicht, also immer auf Maximum von der Längskraft regelt. Sehr interessant, kann ich das mal selber ausprobieren? Klar, du darfst nicht nur testen, du wirst es auch gleich erleben, weil aufgrund von unserer ruhigeren Regelung hast du viel weniger Vibration im Pedal. Auf die Erde. Also, dann schalte ich dir erstmal noch das IBC aus und du fährst jetzt mit dem Stand der Technik. Gut, ich beschleunige jetzt mal. Und dann bremse ich direkt. 33,71 Meter. So, dann schalte ich dir mal das IBC ein. Das heißt, du bremst jetzt mit unserem neuen Bremsschlupfregler. Wow. 32,22 Meter. Ah. Wow. 32,15 Meter. Der macht am Schluss noch mal eine richtige Bremse, ne? Also das war extrem jetzt die letzten Meter. Meter. Wow! Wir haben es mit dem Fahrzeug sogar schon hingeschafft, unter 30 Meter zu bremsen. Aber ihr seid dann schon deutlich besser als ohne IBC. Ne? Genau, also wir versprechen uns eine Verbesserung von 5-10% im Vergleich zum Stand der Technik. Am Ende des Tages ist das ABS auch ein System, was vielleicht das ein oder andere Leben mehr rettet. Auf jeden Fall.